Idemo u Salzburg, da se izdružimo malo, si Musik machen. Der erste Vlog in dieser Ausgabe. Auf jeden Fall, ja man. Idegas. Salzburg, we are coming. Aber es ist echt eine gute Location. Sehr, sehr cool. Kommt sehr gut an. Der Ort hat uns voll aufgenommen. Weißt du? Also eh so wie es sein muss. Ja, ja, voll. Verstehst du, Mann. Lindenwirt, Thalgau, meine Freunde. Unbedingt vorbeischauen. Unbedingt vorbeischauen. Verstehst du? Ćao ljudi moji, samo da se javimo. Stigli smo u Salzburg, tu smo neki kilometar i po od studija. Tako da Leute, wir sind in Salzburg angekommen. Wir waren gerade in Thalgau beim Lindenwirt essen. Wie ihr gesehen habt, geiles Essen, Hammerbedienung, stabile Jungs, wirklich, kann man nichts sagen. Jetzt sind wir fast im Studio und ja man, jetzt haben wir uns gleich an die Haken. Bacamo se na posao, ide gas. Bam, bam. Kommen in Salzburg. Dobro došli u Salzburg. Ovo ovako nije izgledalo kad sam ja radio muziku, mislim kad sam počeo. Tako da, ljudi moji, šta da vam kažem. Tu smo u Salzburgu, ovo sve je za nas pripremljeno. Za mene i Denija, ključ imam kako ste vidjeli. Tako da, da se malo priključimo i ide gas. Zwei Mäuse, Bruder, die haben Geld, Alter. Die haben Geld, Salzburg hat Geld. Enka in Jeepom, ja stižem sa cvikama, boss. Malo sam platio usnice, živim kukrov. Afera sa strane mi izgleda kao kit mos. Pogađam posuku koš, momak je mnogo sam loš. Ej. Mehr Inspiration geht einfach nicht in einem Studio. Hier sind einfach Comics, Alter. Marvel Superbrand Superhelden, Alter. Noch nicht genug Batman vs. Hulk. Superman, das neue DC-Universum. Was haben wir hier noch? Paris Saint-Germain. 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 Auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Diese Jacke ist wild. Diese Jacke ist ganz wild. Bist du deppert, Alter. MTCB. Ja, Leute, was soll ich euch sagen, Alter? Einfach ärgste Inspiration hier. Hier gibt es sogar einen kleinen Basketball. Mit dem können wir wahrscheinlich irgendwelche Körbe werfen. Ja, zwei Gitarren. Ein Trumpet. Boss, 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 Boss. Ich hab schon den ganzen Song aufgenommen, bis du gekommen bist, Alter. Alter, versteht, Alter. Nur deine Songs. Nur deine Kassier. Endgame, Jeep, am ersten Schenzen, Zwickam, Boss. Mal ist ein Blatt, die Ustnitze, Schivin, Kukrof. Affäre, sie dran, im Isle, der Kauk, geht Moss. Pogađam Boss, Kukosch. Mama, geh, mnogo, sam loč. Ey, Endgame, Jeep, am ersten Schenzen, Zwickam, Boss. Mal
penale sam platio, ostica živi ko prof. Afera sa strane mi izgleda kao Kate Moss. Poveđam posluku koš, momak je mnogo sam loš. Imamo gosta. Überraschung, meiner Meinung Kokoš, momak je mnogo sam loš. Bez. Letimo po svetu, pare trošim gućime. Novi sound, turn around, baci guzov. Znaš da niko kao niko puni klubove. Igra nema pravila. Mama, mama, sad je sve okej. Mama, 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 sad je sve okej. Deni, mama, Ich hab's schon gesagt, aber geil. Ja, was soll ich sagen? Hackeln, hackeln und nur mehr hackeln. Das ist die Geheimformel. CC, BMW, Garage und Stadt. GNG, Business, legal und separat. Hab ich schon gehört. Hey. Hello. Hello. Ja, aber das ist doch. Znaš da me ne gleda cijelo grana. Znaš da me ne gleda cijelo grana. Znaš da važne ljude sreo sam. Zwei Gründe sind einfach, dass Serbisch oder Bosnisch meine Muttersprache ist und dass ich das einfach zu Hause so gelernt habe und mit meinen Eltern so geredet habe. Und durch das, dass ich eben in Österreich aufgewachsen bin, rede ich auch ziemlich viel Deutsch und mische das immer irgendwie quer durch die Bank, weil ich es einfach nicht anders gewohnt bin und weil einfach im täglichen Sprachgebrauch ist einfach Serbisch oder beziehungsweise Bosnisch und Deutsch einfach in der Mischung das ideale Pack. Für den Wiener 15. Gemeindebezirk. Es ist einfach, man redet zu Hause Bosnisch, draußen redet man Deutsch, dann will man seinen Freunden etwas erklären und ist einfach in der Mischung gelandet. Also, was mir sehr, sehr wichtig ist für nächsten Sommer, keine Videos oder zwingend ein Album oder sowas. Also mein größtes Ziel nächsten Sommer sind einfach, dass wir auch präsent sind, das heißt auf Festivals sind, Auftritte spielen, vielleicht auch den ein oder anderen Auftritt in einer Beachbar haben, in Kroatien von mir aus oder da, wo sie uns halt buchen, buchen sie uns. Und mein größtes Ziel für den Sommer 2022 sind die Sommerfestivals im Balkanbereich. Also, es kommt auf jeden Fall was Neues. Ich habe wirklich, wirklich viele Songs gemacht, produziert, geschrieben, aufgenommen. Ob das jetzt in einer Form von einem Album kommt, weiß ich nicht, weil es ziemlich turbulent zugeht mit diesen Sachen Corona, Drehgenehmigungen. Darf man drehen? Darf man dahin fliegen? Kann man das machen? Ist das möglich? Deswegen sind wir noch wirklich unschlüssig, ob wir ein Album machen. Tracks wird es geben auf jeden Fall, Single-Tracks mit Videos und auf jeden Fall auch ein bisschen mehr persönlicheren Kontakt zu mir. Also sprich, solche Vlogs, Interviews, Magazine, kommt auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ich muss da wirklich einfach eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe Danny kennengelernt, als er noch sehr viel jünger war, als er jetzt ist. Er ist einfach als kleiner Junge zu mir gekommen, hat gesagt, er braucht Hilfe, er will Musik machen. Ich habe auch da irgendwo das Talent damals gesehen, das er gehabt hat. Er war auch wirklich euphorisch, richtig hungrig, er wollte das unbedingt. Und ich habe ihm halt dann gesagt, ja, wenn du magst, kannst du bei uns einsteigen. Wir sind ja quasi eine Crew, wir machen ja alles selber. Und Danny ist dann zu uns gestoßen. Danny ist auch so ein bisschen unser persönliches Projekt, um eben auch Crown Capture zu repräsentieren und uns anderen Künstlern zu zeigen, was möglich ist mit Crown Capture, was möglich ist auch im Management-Segment, auch im Marketing-Segment. Auch Danny seine Videos, VFX, so. Ich hatte keine VFX-Effekte, Danny hatte sie so, weißt, so bei seinem ersten Video. Ich bin am ersten aber bei einem von seinen ersten. Auf jeden Fall, Danny ist auf jeden Fall unser Mann in Salzburg, unser Mann im Westen, würde ich sagen. Er ist ein sehr, sehr großer Teil unserer Familie und wird hundertprozentig ein Teil der Familie sein und ist auch ein Teil von Crown Capture. Also Salzburg, finde ich,
Salzburg als Stadt finde ich richtig geil. Ich habe hier meine Jugend verbracht, ich bin hier in die Berufsschule gegangen. Ich kenne auch die ganze Umgebung, ich kenne hier viele Leute. Es ist einfach familiär, klein. Also ich meine, jetzt wohne ich in Wien, es ist eine Millionenstadt. Da kennt halt nicht jeder jeden, so wie hier. Hier geht man raus, grüßt die Oma am Fenster, kennt einen Pfarrer, geht zum Nahen Frisch, holt sich einen Kakao, kennt einen Kassierer. Also hier ist es alles ein bisschen familiärer. Salzburger Stadt ist ein großer Teil von mir, weil ich eben hier aufgewachsen bin, wie gesagt, auch in die Schule gegangen bin. Wieso ich aus Salzburg nicht gegangen bin, obwohl es so eine schöne Stadt ist, ist eigentlich nur das, dass ich hier keine Möglichkeit hatte, was die Musik betrifft. Ich konnte mir keine Connections quasi bauen, um hier irgendwas Größeres aufzubauen oder auch hier mehr zu drehen, mehr Studiomöglichkeiten zu haben und einfach mit den Leuten hier zu arbeiten. Das war leider nicht so. Deswegen bin ich im Endeffekt weggegangen, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wenn ich älter bin und wenn ich mir vielleicht ein Haus baue, dass das irgendwo hier passiert. Also Salzburg ist auf jeden Fall eine wunderschöne Stadt. Ich liebe Salzburg und ich hoffe, dass wir auch hier in Zukunft viele Auftritte machen und vertreten sind. Ich würde euch auf jeden Fall raten, stay tuned, schaut, was wir machen. Es kommen sehr, sehr viele Sachen. Es kommen sehr, sehr viele neue Videos. Es kommt ein Merch-Drop, es kommt Pullover, es kommt T-Shirts, es kommen Rucksäcke, es kommt Jogginghosen. Es kommt wirklich sehr, sehr viel. Und es kommt auch sehr, sehr viel qualitatives Zeug und sehr, sehr viel gute Musik. Also würde ich euch wirklich, wirklich empfehlen, dran zu bleiben, mich zu abonnieren, Crown Capture zu abonnieren und Danny zu abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Peace und NKN. Yes. Bis zum nächsten Mal. Viva la Salzburg. Liebe Brat. Liebe Gast.